Damen und Herren, dann darf ich für knapp 5 Minuten um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten und Sie herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen den SC Riessersee. Ja, das gibt es nicht allzu oft, 0:0 nach regulärer Spielzeit, beim Fußball ja, beim Eishockey eher selten, aber so ist es halt, wenn zwei der besten Defensivmannschaften der Liga aufeinandertreffen, so am heutigen Abend geschehen. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer, Toni Grinner, noch alter Bekannter, für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, als Headcoach des SC Riessersee und unser Headcoach Rico Rossi. Das erste Wort gehört immer dem Gast, Toni Grinner, ein paar Worte zum Spiel. Gott sei Dank war ein Deutscher. Stimmt fast. Ja, ich sehe, die Stimmung ist hervorragend hier im Kasseler Wippraum. Ich bin immer gerne hier. Hier gab es für mich ja einschneidende Erlebnisse. Und so komme ich immer gerne hierher. Und ja, an allen schönen Abend und noch an so einem Spiel, das vielleicht nicht für die Zuschauer so spektakulär war, weil es wenig Tore gab oder aus dem Penaltyschießen eigentlich gar keins, muss man dazu sagen, dass beide Mannschaften um jeden Zentimeter Eis gekämpft haben, beide Mannschaften taktisch super, super, super diszipliniert gespielt haben und eigentlich sehr wenig hundertprozentige Scoring-Chancen zugelassen haben. Wir haben sehr, sehr gut angefangen für ein Auswärtsspiel in Kassel, wo man weiß, dass die sehr, sehr stark aus der Kabine kommen, speziell am Anfang. Wir waren da präsent und in den ersten 10 Minuten haben wir uns dadurch die Chance gegeben, im Spiel zu bleiben und nicht in Rückstand zu geraten. Das erste Drittel war für mich ein sehr gutes Drittel. Im zweiten haben wir das Momentum öfters abgeben müssen wegen Strafen. So wie wir es uns im ersten Drittel durch Powerplay-Situationen gehalten haben. Im Endeffekt, unterm Strich nach 60 Minuten, wenn es 0-0 ausgeht, haben beide Torhüter einen hervorragenden Job gemacht. Ich kann und möchte nur unseren bewerten und beurteilen. Das war schon in manchen Situationen 2-3 Saves, die in die Kategorie fallen, unhaltbar, und er uns somit die Chance gegeben hat, was mitzunehmen. Sowas brauchst du aber, wenn du in Kassel bei so einer disziplinierten Spitzenmannschaft hier in der zweiten Liga spielst. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Einstellung der Mannschaft, wie sie gekämpft hat, wie sie diszipliniert gespielt hat, die 4-3-Situation weggeschrubbt hat, aufopferungsvoll. Und Penaltyschießen ist eine Glückssache. Mal gewinnst du, mal verlierst du, weil da war mir dran. Und somit haben wir Trainer aus meiner Sicht ein Spiel gesehen, wo man zufrieden sein kann. Ich zumindest. Ja, genau so. Ja, vielen Dank, Toni Grinner, für die Analyse. Kannst du das weggeschrubbt bitte nochmal sagen? Weggeschrubbt. Das ist sehr hervorragend. Ja, und Gesundheit da hinten in der Ecke noch. Rico, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Glückwunsch an Toni. Toni ist sicherlich mehr zufrieden wie ich, das ist klar. Aber ganz ehrlich, wir haben alles vorwärts geworfen. Wir haben Chancen, aber wie Toni gesagt, nicht klar Chancen, weil die sind die beste defensive Mannschaft. Aber wenn die guten Chancen der gekommen hat, für die Torwärter war Glück überragend. Wir haben vielleicht ein bisschen besser in unsere Überzahlchancen genutzt, aber das kann auch Toni sagen für seine Überzahl. So, wie Toni gesagt, es wird den zwei besten Defensivmannschaften. Das hat sie sehr gutes defensive Eishockey gespielt. Wir haben nach dem ersten Drittel das Spiel schön gedreht in unsere Richtung. Die ersten Drittel waren sicherlich die Garmischer besser wie uns. Vielleicht das hat zu tun, dass die Schiedsrichter ein bisschen spät zum Spiel gekommen hat. Man hat uns vielleicht diesen Momentum oder diesen Zug, die Spiel zu anfangen, dann musst du warten und das dauert ein bisschen und man weiß nicht, wie die Mannschaft reagieren in dieser Situation. Aber die Mannschaft hat gut gespielt defensiv, hart gespielt offensiv. Leider heute ist ein Tag, wo wir konnten noch 60 Minuten spielen und wir kein Tor schießen, aber wir müssen auf unserem Weg bleiben. Wir wissen, was wir tun und wir werden schon bereit für das nächste Spiel.
Rico, vielleicht eine Frage, genau das, was du schon angesprochen hast. Das Spiel ging ja ein bisschen später los als eigentlich ursprünglich geplant. Jetzt weiß man ja, dass die Spieler eigentlich immer so ihren Ablauf haben, der eigentlich immer derselbe ist, die meisten zumindest. Inwiefern beeinflusst so eine Verspätung, die unerwartet kommt, die Spieler? Und kannst du als Trainer da irgendwie Einfluss drauf nehmen? Ja, eigentlich, das kommt zu jedem Spieler selbst, was und wie er vorbereitet sie in diesen Situationen. Die meisten Spieler sind okay mit das. Und nochmal, das ist keine Entschuldigung, das ist klar. Das ist nur ein Faktor, das auch in dem Spiel in Einfluss in dem Spiel hat. Okay, vielen Dank. Dann habe ich erstmal genug gefragt. Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Nicht der Fall. Ich denke, knappes Ergebnis, wenig Tore, dennoch ein Riesenspiel gewesen heute Abend, so zumindest meine Meinung. Ich fasse noch zusammen die Endergebnisse aus den anderen Stadien. Lausitzer Füchse gegen die Heilbronner Falken 5:3. Fischtank Pinguins Bremerhaven gegen den EC Bad Nauheim 5:2. Eislöwen Dresden gegen die Star Bulls aus Rosenheim 1:5. ESV Kaufbeuren gegen die Bietigheim Steelers 0:2. EV Landshut gegen die Eispiraten Krimitschau 4:1. Und was noch am Laufen ist, die Ravensburg Tower Stars gegen Löwen Frankfurt 0:0 noch. 4:0 für Ravensburg. 4:0 für Ravensburg. Hey, gut, machen wir weiter. Wir allesamt machen weiter schon übermorgen. Dienstag, 6.1. 19:30 Uhr bei uns zu Gast dann die Lausitzer Füchse. Ich wünsche unseren Gästen guten Nachhauseweg, sicheren Nachhauseweg und eine etwas längere Strecke. Wir sehen uns dann noch einmal hier in Kassel zur Regular Season. Mal gucken, wie es weitergeht. Ihnen einen schönen Abend. Bis dann und tschüss.